Na, das ist doch zauberhaft. Das kann losgehen. Wunderbar. Also, wenn Ihr Publikum zu Hause bleibt, so wie wir zu Hause bleiben, dann sind wir immer schon mit einer Anreise beschäftigt, hier unsere digitale Anreise. Ja, worum geht es denn eigentlich? Ich probiere jetzt mal, vielleicht kommen wir auch weiter hier in der Folie. So, also, das, was ich immer höre, ist, digital kann das Live-Erlebnis nicht ersetzen. Und das stimmt. Das soll es auch gar nicht. Hier geht es nicht darum, wenn wir über Digital Outreach nachdenken, das Live-Erlebnis zu substituieren, sondern es soll ein Zusatzangebot sein, das Kultur auch denen zugänglich macht, die live nicht dabei gewesen sind oder nicht dabei, live nicht dabei gewesen wären. Das nenne ich jetzt einfach mal das digitale Potenzial. Digital Outreach bedeutet in dem Sinne, wir können eine wesentlich höhere Reichweite aufbauen, müssen dafür aber auch einen mentalen Weg gehen. Die Säulen unserer Live-Kultur, also die Dogmen dessen, was wir Live-Geschäft verstehen. Es gibt den Ort, also den Kulturtempel mit seiner bestimmten Magie. Und an diesem Platz müssen sich alle einfinden, Künstler und Publikum, zur selben Zeit, am selben Ort, damit Kunst passieren kann. Und wenn alle Plätze im Saal besetzt sind, dann ist das ausverkauft und das ist der Superlativ im Veranstaltungsgeschäft. Mehr geht ja auch nicht. Das ist eigentlich die Ausgangsbasis. So haben wir die Welt betrachtet im Live-Geschäft und das funktioniert dieses Jahr nicht mehr so. Und vielleicht ist es ja auch eine Chance. Diese Säulen sind heute Hürden im Kopf, denn der Raum, den wir zur Verfügung haben, sind heute eine technische Reichweite von 4,5 Milliarden Menschen. Also mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist gegenwärtig im digitalen Raum unterwegs. Allein in Deutschland beträgt die Internetnutzung fast 5 Stunden, die Videonutzung 3 Stunden. Also die Zeit wird verbracht und die Menschen sind da in diesem großen digitalen Saal. Wir müssen auch über den Begriff Live nachdenken. Während wir im Veranstaltungsgeschäft gleicher Zeit, gleicher Ort meinen, ist live im digitalen Raum nur zur selben Zeit. Und ein Großteil der Nutzung erfolgt gar nicht live. Das findet man vollkommen normal. Und es gibt so was ganz Lustiges, nämlich das gefühlt live. Das heißt also, wenn eine Sendung zum ersten Mal ausgestrahlt wird, selbst wenn es eine Aufzeichnung ist, hat es trotzdem Premierencharakter. Also wir müssen auch unsere Begriffe, was ist eigentlich live, erweitern und verändern. So, Digital Outreach, dies ist ein Bild von der Stadt Nördlingen. Nee, das ist Münster. Das ist ein Bild der Stadt Münster. Man sieht hier diesen grünen Rand, das war früher mal die Burgmauer. In dieser Burgmauer haben sich alle verschanzt. Das war sozusagen der Weg, wo Stadt stattfindet. Es muss innerhalb der Mauern sein. Und es gibt Städte, die hängen heute noch in diesen Mauern fest und haben mittelalterliche Größe. Und es gibt sehr weit schauende Stadtväter, die haben irgendwann mal diese Stadtmauer abgetragen und sich damit in einen gefährlichen Raum begeben. Der Schutz der Mauer war plötzlich weg, aber dafür die Möglichkeit zu wachsen. Und das ist meine These. Digital Outreach bedeutet, reißt die Mauern ein. Die Mauern der Institutionen und vor allem auch die Mauern im eigenen Kopf, wie wir digitale Kultur denken können. So, jetzt kommen ein paar langweilige Zahlen, einfach nur damit wir wissen, wo ist die Welt gegenwärtig. Wir haben 84% der Deutschen zwischen 16 und 64 gucken Online-Videos. Und Videoblogs 21% und so weiter. Das heißt, 84% der Deutschen sind jetzt schon Online-Fernseher. Die meistbesuchten Seiten in Deutschland von diesen Leuten sind erster Platz, nicht zu verwundern, ist Google. Zweiter Platz ist bereits YouTube. Also die Fernsehnutzung über den Computerbildschirm, über den Internetbrowser ist die zweitverbreitetste Suchanfrage. Die Internetverbreitung in Deutschland beträgt jetzt 93%. 93% der Deutschen haben aktuell Internet zur Verfügung. Der
die Geschwindigkeit auch lange Zeit ein Flaschenhals, die praktisch Bewegtbild gar nicht möglich gemacht hätte, hat hier 76 Megabit bei einer festen Internetverbindung, also sprich vom Laptop oder von zu Hause, und 36 Megabit für eine mobile Internetverbindung. Das sind Zahlen, die sind sehr gut ausreichend, um darüber Bewegtbild zu sehen. Das heißt, Fazit Nummer 1, das Publikum ist längst da. Wir sind es noch nicht. Schauen wir mal, wie machen es die anderen. In der Fußball-Bundesliga gibt es auch solche Burgen. Die heißen da sogar noch antiker, die heißen sogar Arena. Also der Live-Treffpunkt, der heilige Hort, das Stadion, ist hier auch die Königsklasse. Und 13,3 Millionen Zuschauer besuchen die Fußball-Bundesliga live im Stadion. Das sind jetzt Zahlen von 2018. Aber 175 Millionen, also mehr als das Zehnfache, haben live zugeschaut bei Sky. Ja, waren die jetzt live oder waren die nicht live? Sie waren ja gar nicht im Stadion. Wenn Sie einen Fußballfan fragen und er ist ein beherzter Stadiongänger, dann würde er Ihnen sagen, nur im Stadion ist es live. Und wenn Sie die 175 Millionen Menschen bei Sky fragen, dann sagen die, ja, natürlich habe ich es live gesehen, das Spiel, ich saß doch vorm Fernseher. Und das ist jetzt aber nicht nur Sky, sondern die Fußball-Bundesliga, also deutscher Fußball, interessiert über 1 Milliarde Zuschauer weltweit pro Saison. Das ist Digital Outreach mit einem Faktor 100 gegenüber den Leuten, die wirklich dabei waren. Schauen wir uns die Dramaturgie im Fußball an. Ich habe hier geschrieben, virtuell seit 1952. Da wurde das erste Fußballspiel aus Hamburg übertragen. Das erste Bundesligaspiel war irgendwie im Dezember 52, also so vor knapp 70 Jahren. Schauen wir uns mal an, was hier das Live-Erlebnis ausmacht. Im Stadion habe ich ganz klar Atmosphäre und Stimmung. Ich habe einen Ereignischarakter, zu dem ich anreise. Ich habe das Gefühl, real dabei zu sein. Ich habe diesen 360-Grad-Rundumblick im Stadion. Ich habe alle Sinne. Allerdings nur eine einzige Perspektive, nämlich die von meinem Platz. Und hier zitiere ich meinen Sohn: Warum sind die Spieler so klein? Als Fernsehfußballgucker ist man das gar nicht so gewöhnt. Und was macht man in der Pause? Anstehen für ein Bier oder für die Toilette. Wie sieht dann das Live-Erlebnis daheim aus? Ja, das Live-Erlebnis daheim hat Zeitlupe und Wiederholung, hat Detailaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven. Ich kann den Grashalm sehen. Ich habe Kamerapositionen, an die kein Zuschauer rankommen würde. Ich habe zusätzliche Möglichkeiten wie Abseitslinien, Videobeweise, Spielzüge, die angezeigt werden, Zusatzinformationen und einen Live-Kommentar, der das Live-Geschehen einordnet und dazu eine Pausengestaltung, wo eine Expertenrunde das Ganze kommentiert. Das heißt, hier mit 70 Jahren Vorsprung hat die Fußball-Bundesliga es geschafft, ein digitales Erlebnis zu kreieren oder ein virtuelles Erlebnis zu Hause zu kreieren, das sich gegenüber dem Live-Erlebnis mit deutlichen, klaren Vorteilen unterscheidet. Und so kann man wirklich sagen, dieses Erlebnis nutzen viele Menschen mit der gleichen Selbstverständlichkeit, nutzen die ein digitales Erlebnis, nennen die live dabei gewesen zu sein. Das ist unser Benchmark. Wenn man sich anguckt, wie das Ganze dann von den Erlösen her aussieht, dann wird mit den Spielen, also dem ganzen Ticketverkauf, 500 Millionen Euro pro Jahr eingenommen. Die mediale Verwertung und die Werbung macht 1,7 Milliarden Euro aus. Das heißt also, das eigentliche Stadion ist der kleinere, der deutlich kleinere Faktor. Gut, Fußball kennen wir, ist ja jetzt kein Kulturthema im klassischen Sinne. Schauen wir mal in den Kulturbereich. Da gibt es in Belgien ein Festival, das heißt Tomorrowland. Da wird so Elektro-Techno gespielt. Das hier ist Tomorrowland 2019. Man sieht hier an diesem Bild ganz, ganz viele Menschen hier unten. Fast komisch heute in Corona-Zeiten. Und wie Sie sehen, hier eine opulente Bühnenshow, die wirklich eine Anreise lohnt. Dafür kamen für ein
Wochenende 200.000 Menschen letztes Jahr nach Boom in Belgien. Das hier ist Tomorrowland 2020. Sie sehen hier eine aufwendige Bühne. Sie sehen hier ganz, ganz viele Menschen. Das war dieses Jahr nicht in Boom, sondern in Papillionem, einem virtuellen Fantasieort. An diesem Ort haben sich dann virtuell getroffen 1 Million Besucher und es wurden 140.000 kostenpflichtige Tickets verkauft. Wer am Schluss noch Lust hat, ich zeige Ihnen dann auch noch ein bisschen Film, wie das da eigentlich aussieht in diesem virtuellen Ereignis. Ja, gut, nun Massenevent, Massenfestival, sicherlich auch die schwerste Form digital zu überzeugen. Die haben auch in ihre digitale Bühne 5 Millionen Euro investiert. Das ist also schon Königsklasse. Aber offensichtlich, die Menschen kommen und sie bezahlen auch. Gehen wir in unseren Bereich. Was hat die Bayerische Staatsoper gemacht im letzten Jahr? Im letzten Jahr, auch dieses Bild kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen, sehen Sie, wie eng die Menschen da aufeinander sitzen und die Musiker und alles ist gesteckt voll in einem kleinen Raum. Hier bewegen sich oder befinden sich circa 2000 Menschen. Im März bis Juli 2019 waren 145 Veranstaltungen in diesem Raum mit jeweils circa 2000 Zuschauern, macht also so circa 290.000 Besucher. Was hat die Bayerische Staatsoper dieses Jahr gemacht? 43 Streams, davon 13 live. Da kamen jeweils circa 15.000 Zuschauer. Der Auftritt sah dann so aus und es gab 630.000 digitale Besucher. In einer Zeit des leeren Hauses war das digitale Haus also voller und besser besucht denn je. Wenn wir uns das mal angucken, einfach um eine Vergleichsgröße zu kriegen. Die realen Besucher, an die wir gewöhnt sind in dem Saal hier Bayerische Staatsoper, ist schon relativ groß mit 2000 Plätzen. Üblicherweise sind es 1000 Plätze oder sogar nur 500. Die realen Besucher, für die wir eine Veranstaltung machen, sind tatsächlich relativ wenige. Im Vergleich dazu, die digitalen Besucher, Menschen, die vorher eben nicht in den Saal gepasst hätten, waren bei einem Ereignis jetzt im Durchschnitt bei der Bayerischen Staatsoper 15.000 Leute. Sie sehen hier diese kleine Ecke, wo sich hellblau und das andere Blau überlagert. Das wäre die Annahme, die mir alle sozusagen Digitalskeptiker die letzten Jahre gesagt haben. Das ist die Annahme der Überschneidung. Nein, also wenn die realen Besucher digital kommen müssten, würden das allenfalls 10% tun. Das heißt, diese kleine Ecke sind die 200 Menschen, die Veranstaltung auch digital besucht hätten, statt real vor Ort zu sein. Das bedeutet also, die digitalen Besucher sind die weit größere Masse und größere Menge und im Sinne des Digital Outreach auch welche, die wir mit klassischen Outreach-Maßnahmen oder Audience Development-Maßnahmen in der Masse so leicht sicherlich nicht hätten bewegen können. Und der unendliche dunkelblaue Raum drumherum ist das digitale Potenzial, der sich technisch hier mit 4,7 Milliarden Menschen beziffere, also sprich alle, die einen vernünftigen Internetzugang haben. Und jetzt können wir natürlich philosophieren, wie viele davon sind tatsächlich auch für Kultur zu haben. Wenn wir mal annehmen, so typische Statistiken sagen, jeder Vierte interessiert sich irgendwie für Kultur, hätten wir also einen potenziellen Markt von 1 Milliarde Menschen. Nur, wie erreichen wir jetzt das digitale Potenzial? Die Schwierigkeit unserer Lockdown-Zeit, die erste sozusagen Emsigkeit, startupige Pionierhaftigkeit, führte dazu, dass es an unendlich vielen Plätzen irgendwelche Streams und Inhalte gab, aber sie waren praktisch nicht findbar. Wir müssen also die Inhalte überhaupt mal auffindbar machen, ob es Google ist oder Suchmaschine oder wo auch immer. Wir müssen sie sichtbar machen und zwar eben bewusst über die eigenen Kanäle hinaus. Selbstverständlich ist der Facebook-Post oder der eigene Newsletter oder die eigene Webseite ist eine tolle Sache, aber die erreicht ja per Definition eben nur die, die wir schon haben und nicht den Outreach über diese Grenzen hinaus. Und wenn man sich eben anguckt, wie hoch die Zugriffszahlen der digitalen Besucher waren, sieht man, was da eigentlich drin ist. Auch ein Thema ausreichender Vorlauf. Wir haben oft Info bekommen, heute Nachmittag oder in 2 Stunden findet ein Stream statt. Ja, und das habe ich gelesen, 2 Stunden, nachdem er vorbei war. Hier einfach einen ausreichenden Vorlauf einplanen, 2 Wochen sollten es mindestens sein.
Und dann, da muss man jetzt auch ganz ehrlich sein, schauen Sie sich die Qualität an. Wir haben eben auch ganz viele Sachen gesehen, die man sich selbst wahrscheinlich nicht ansehen würde. Also irgendwelche übenden Musiker in schlechter Ton- und Bildqualität braucht kein Mensch und macht dann nur Mühe. Also sorgen Sie dafür, dass Sie eine Qualität anbieten können, die Sie sich auch selbst ansehen würden. Und bleiben Sie dabei realistisch. Wenn es um Internet geht, dann werden oft riesige Zahlen erwartet und aufgerufen. Das ist aber unfair, weil wir kommen letztendlich von einem Live-Event her, wo wir 400 oder 1000 oder 2000 Menschen ausverkauft nennen, also richtig viel. Wenn wir also genauso viele Leute digital erreichen, dann haben wir schon eine ganze Menge richtig gemacht. So, Thema, das ist das, was wir dann gemacht haben in den letzten Monaten. So haben wir den Lockdown genutzt. Wir haben über 200 Mediatheken gefunden, in denen Kulturinhalte sind. Das geht natürlich los mit YouTube, aber auch mit ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, Dreisat, Arte und so weiter. Aber eben auch unendlich viele Häuser und Künstler und Orchester, alle bieten irgendwelche Inhalte an. Oder Anbieter wie Idagio oder Takt 1 oder Spectu oder DigiStage, also sozusagen verschiedene Medienplattformen für Kultur, aber alles an einem Fleck, das gab es bisher eben nicht. Und das haben wir mit foyer.de geschaffen. Foyer kostet in der Nutzung nichts und es ist auch für Sie als Anbieter, also als jemand, der einen Stream hat, ebenfalls kostenlos. Sie können Ihren Stream da einfach einreichen und sind auch da vertreten. Jetzt nochmal, was bedeutet eigentlich Digital Outreach, wenn wir außen auch eine Dramaturgie haben wollen? Und hier habe ich ein Bild mitgebracht von einem Projekt aus der Schweiz. Das hier ist das reale Bild, das ist das, was der reale Besucher, der hier sitzt, sieht. Hier sitzt eine Frau auf dem Boden, auf einem weißen Boden und sonst gar nichts. Das ist real. Tatsächlich gucken aber die Besucher über ein Display auf die Szene, nämlich letztendlich über ein Smartphone. Und auf diesem Display, auf diesem Tablet, bekommen die das Live-Bild und eine sogenannte Augmented Reality. Also sie sehen den eigentlichen Fall, hier in dem Fall einen Mord, der da geschehen ist, den sehen die nur in virtuell. Hier passiert also letztendlich der Paradigmenwechsel. Wir sind uns heute gar nicht mehr einig, was ist eigentlich virtuell und was ist eigentlich real. So, wenn Sie bei Foyer dabei sein wollen oder auch an unserem Dossier Art Goes Digital interessiert sind, das ist die aktuelle Crescendo-Ausgabe, da haben wir uns mit digitaler Kunst beschäftigt und sind dann noch viel tiefer eingestiegen, dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail und ich lasse Ihnen das zukommen. So, wer jetzt noch Interesse hat, ich kann Ihnen jetzt noch mal Beispiele zeigen. Wir hätten jetzt noch 5 Minuten. Wollen wir die noch mal zum Diskutieren nutzen? Hier sind nämlich sehr, sehr, sehr lebendige Fragen angekommen. Sehr, 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 sehr gerne. Super, dann freuen wir uns jetzt auch, wenn wir Sie gleich wieder im Bild haben mit Gesicht und ja, perfekt, hallo. Ja, wunderbar, beeindruckend natürlich. Und das zeigt auch, dass Outreach nicht nur was mit, Gutmenschentum zu tun hat, ja, um das mal böse zu sagen, sondern es ist ganz einfach schlicht auch um vertane Chancen geht, wenn man sich nicht darum kümmert. Ich habe hier jede Menge Fragen. Ich würde mal vor allen Dingen, das ist natürlich eine wichtige Frage, ja auch das Thema, das kommt jetzt hier gerade alles nur so rein. Ich gucke jetzt mal bei den Q&As, da geht es natürlich auch darum, sowieso ein Thema im Kulturbereich, digitale Nutzerforschung. Ja, aber hier kommt eine Frage, ob auch ausgewertet wurde, wie lange die Besucher dann bei diesen digitalen Veranstaltungen sind und natürlich, ob sie auch erneut besuchen. Also gibt es Wiederholungseffekte? Kann man darüber schon was sagen? Also das ist auch eine sehr interessante Frage. Wir haben keine vernünftigen Zahlen, keine belastbaren Zahlen dafür. Oftmals sind die technisch auch gar nicht herstellbar, weil beispielsweise ein Fernseher, vor dem keiner sitzt, ist ein laufender Fernseher und wird als Sendung gezählt, unabhängig davon, ob der überhaupt wirklich dabei war. So ähnlich ist es bei Streams natürlich auch. Sie können im Prinzip den ganzen Tag YouTube laufen lassen.
ohne dass jemand weiß, wer tatsächlich zugesehen hat. Aber die Frage ist eigentlich eine andere. Ich möchte sie eigentlich anders beantworten. Ja, ich glaube schon, dass ein zentrales Momentum des Live-Erlebnisses diese totale Einlassung ist. Also wirklich 2000 Menschen sind fokussiert, still, atmen nicht, husten nicht, sondern sind wirklich komplett bei der Sache. Und diese Form der Intensität ist das, was so ein Live-Erlebnis zumindest für mich sehr stark ausmacht und was gleichzeitig zu Hause natürlich kaum herstellbar ist. Ja, da ist also diese ungeteilte Aufmerksamkeit wirklich kaum zu machen. Das heißt, ich glaube schon, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass digitale Kulturnutzung auch flüchtiger sein kann. Dass die Leute weiter zappen, gefällt mir nicht, schau mir was anders an. So ähnlich, wie wir es ja mit YouTube-Videos auch gewöhnt sind. Also wir haben ja gesehen, 84% der Menschen gucken Online-Videos. Das ist im Wesentlichen ja irgendwie YouTube, Netflix und so weiter oder in irgendwelche Mediatheken. Klar schauen die da nur flüchtig hin. Oder schauen viele vielleicht mal rein beim Levit-Konzert und sagen, ja, okay, gehört habe ich es und jetzt wieder was anders. Oftmals fehlt einem auch das Sitzfleisch für 3 Stunden Bayreuth vorm Fernseher. Ja, das ist sicherlich eine schöne Sportart. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Outreach in dem Sinne bedeutet ja nicht, dass ich den Kultur-Live-Afficionado-Opern-Fan neu erreichen muss. Den habe ich ja schon. Und ich glaube auch, es wird eine Zeit post-Corona geben, da werden die Menschen auch wieder in den Sälen sitzen, vielleicht mit anderen Abständen und so weiter. Aber es wird ja live wieder geben. Wir brauchen es ja, wir wollen es ja, wir sehnen uns danach. Die Frage ist aber eher, was hat uns dieses Jahr 2020 an Chancen aufgemacht, die wir jetzt sehen können? An neuen Räumen, an größeren Räumen. Und die erste Chance ist meines Erachtens tatsächlich, sprengt die Mauern der Säle. Das hätte ich jetzt gerade auch nochmal gesagt, das ist, reißt die Mauern ein, das müssen wir an vielen Stellen. Ich habe übrigens gerade mal so vor meinem geistigen Auge überlegt, ob es nicht auch so ist, dass im Theater mal jemanden neben mir in sich schlummert. Ich kriege es ja nicht mit und ehrlich gesagt, bei dem Konzert, ich mache das gerne in dieser Digital Concert Hall von der Philharmonie, die ist zwar fußläufig von mir, also ich kann ja schnell hin, aber da husten mir tatsächlich manchmal zu viele Menschen. Okay, anderes Thema. Ich habe unglaublich viele Fragen im Chat und ich glaube, dass es auch Sinn macht, wenn Sie da später nochmal reinschauen und vielleicht auch nochmal auf die eine oder andere Frage eingehen, weil wir jetzt in der verbleibenden Zeit, ich werde etwas verlängern, weil wir am Anfang diese technischen Hürden hatten. Ich hoffe, das wird mir jetzt hier verziehen. Und zwar die Frage nach dem Geschäftsmodell. Das ist natürlich auch eine, die ich mir gestellt habe, jetzt in Bezug auf Foyer. Eine Frage und ich bündel jetzt mal direkt die nächste, weil es geht auch ums Geld. Nämlich, dass die Beispiele, die Sie uns gezeigt haben, das sind ja wahnsinnig aufwendige Produktionen. Ich behaupte jetzt mal, Opernproduktionen sind auch wahnsinnig aufwendig für ein paar Menschen, die dann da vor Ort sind. Mhm. Also Qualität kostet, also die im Digitalen kostet aber auch auf der Bühne, ne, sage ich jetzt mal. Aber hier fragt jemand, ist denn tatsächlich die Bereitschaft dieses Publikums dann da, für genau diese digitalen Angebote Geld zu zahlen? Und haben Sie dafür Beispiele? Ja, also ganz konkret, das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, hier Tomorrowland Festival, 140.000 zahlende Tickets. Ein Ticket hat da 20 Euro gekostet. Und so Hochkultur? Hochkultur, Bayerische Staatsoper verkauft Stream-Tickets und Wiener Staatsoper, von denen ich jetzt weiß, dass die auch wirklich gut genutzt werden. Die Wiener Staatsoper hat da auch Zahlen kommuniziert. Das funktioniert tatsächlich recht gut. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, was uns dieses Digitale aufmacht, ist letztendlich, wir müssen letztendlich unterscheiden zwischen privaten Veranstaltern, die letztendlich über das Ticket, über den Ticketverkauf sich finanzieren, und kommunalen oder öffentlich geförderten Veranstaltern und Häusern, die sich im Wesentlichen über die Subvention finanzieren. Die bei einem sozusagen so einem öffentlichen Haus wie jetzt einer Bayerischen Staatsoper oder einem Stadttheater oder sowas, ist die Ticketeinnahmequote üblicherweise im Schnitt circa 17%. Also nur von 100 Euro, die an Kosten haben, kommen nur 17 in Tickets rein. Die anderen sind letztendlich Subventionen. Und da muss man sich dann die Frage stellen, darf ich als kommunales Haus überhaupt darauf verzichten, wenn ich ein
kommunal gefördert und in so einem hohen Maße kommunal gefördert bin, also wenn sozusagen 83% meiner Einnahmen von den Menschen kommen, die nicht im Saal sind, da muss ich mir eigentlich eine Legitimationsdebatte überlegen und auch eine Relevanzdebatte. Darf ich das überhaupt? Muss nicht mein kommunal gefördertes Gut auch der Gemeinschaft zur Verfügung stellen? Und die vermeintliche Unmöglichkeit, wieso, wir haben doch alle Plätze verkauft, die vermeintliche Unmöglichkeit kann man in digitalen Zeiten nicht mehr gelten lassen. Meines Erachtens ist es eine Pflicht, oder eine Pflicht ist immer ein bisschen starkes Wort, aber ich glaube, es wäre sehr klug, wenn Häuser in den digitalen Raum ausstrahlen würden, aussenden würden, selbst wenn sie kostenlos diese Streams anbieten würden, einmal als Gedankenmodell, weil es ja bereits vom Steuerzahler bezahlt ist, dann ist es gar nicht so anders wie Fernsehmediatheken, die sind auch alle kostenlos und bieten hohe Qualität an. Also wir sind es eigentlich gewöhnt, dass wir Fernsehen, öffentlich-rechtliches Fernsehen und öffentlich-rechtliche Mediatheken gratis bekommen. Warum sollte also dieser Kulturstream nicht gratis sein? Ich glaube auch, dass es für die Häuser